So, Freunde, ich bin wieder zurück aus meiner kleinen Pause und es geht hier weiter mit Eurotruck Simulator 2 auf meinem Kanal und natürlich dem Schwertransport, den wir gerade avisiert haben. Das heißt, wir gehen direkt wieder in Game. Erstmal ein recht herzliches Hallo an alle, die dazugekommen sind und für alle, die gewartet haben. Danke für eure Geduld. Jetzt sehe ich hier gerade noch einen tatsächlich im Chat. Ein Text oder eine Zeile, die ich übersehen habe vom Diablo Ernst. Was nun nicht auch noch da ist, ich beantworte sie aber trotzdem mal. So, braucht man einen eigenen LKW? Ja und nein. Also für die normalen Aufträge hier drin braucht man keinen. Das heißt, man kann fremde LKW fahren. Eigene LKW hast, ist aber natürlich, weil du ja deinen eigenen LKW mitbringst, meistens der Betrag pro Kilometer höher. Das ist ein. Und wenn du einen eigenen Hänger mitbringst, ist natürlich nochmal der Betrag pro Kilometer höher. Zumindest im Durchschnitt. Ja? Im Durchschnitt der Aufträge. Wenn du Truck MP fährst, dann brauchst du, soweit ich weiß, einen eigenen Truck, weil sonst hast du nichts zu fahren. Da gibt es, glaube ich, die normalen Aufträge nicht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber das kann falsch sein, was ich jetzt sage. Das Hörensagen. Oh, was? Der Parameter ist wichtig für Schwergutransporte. Ja, mir gedacht. Sollte also damit möglich sein. Komm, wir machen das mal. Zeit zu gehen. Tanks wurden aufgefüllt. Das sieht ja wohl mega aus, oder? Hier haben wir doch super beleuchtet. Frontschutzbügel ist ein bisschen im Weg, was die oberen Lampen betrifft, aber ansonsten sieht das cool aus. Joa. Immer wieder fasziniert von diesen dünnen Kettchen, die da diesen Tank sichern. Los geht's. Energie. Das ja nochmal von außen angucken, wenn wir gerade losfahren. Ja, die hinteren Seitenleisten, die sehen einfach cool aus. Dunkeln. Demnächst rechts abbiegen. Boah, die Doppelklangmörder klingen auch total geil. Okay. Biege nach rechts ab. Krass. Mit dem Fernlicht haben wir es aber nicht so, ne? Oh, jetzt muss ich wieder rein, weil ich das sonst nicht checke hier. Ich muss jetzt da rumfahren, richtig? Richtig. Heißt, so rechts abbiegen. So komme ich rum. Also ich kann nur empfehlen, bevor man das macht, weil man ja wohl mit seinem eigenen Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Offline-Konto da quasi beitritt. Außer jetzt natürlich die eigenen Fahrer, die wären natürlich nicht dabei. Könnte Bitte man, rechts warte. halten. Ich muss auch da weiter rum, okay. Sollte man vielleicht erstmal Nimm gucken, diese dass man Ausfahrt. irgendwie einen anständigen Truck hat und dann damit beide. Oh, was ist los? Stimmt was nicht. Hinten ist alles okay, oder? Gut aus. Nehmen. Können wir von der Aufsicht ein Stück fahren.
sieht man auch schön, dass die Hinterachse halt mitlenkt entsprechend, weswegen man halt die Kurven nicht zu weit außen nehmen darf, weil ansonsten der Trailer hinten was mitnimmt. Oh. Oder ich nehme was mit, weil ich irgendwie verlenke, weil ich von oben drauf nicht fahren kann. Okay, also wieder rein. Bitte rechts halten. Zeigt, ja, es rollt gut, rollt super, ah, hervorragend. Aber ich werde ausgebremst, okay. Hammer. Licht. Ein gutes Licht, obwohl er eigentlich nur diese zwei Lämpchen da unten hat, leuchtet das Ganze gut. Meine Güte. Das sieht böse aus. Irgendwie gefällt er mir. Ich weiß auch nicht. Der ist simpel, aber der gefällt mir. Mal da vorne. Was geht los? Was geht hier ab? Warum fährt er nicht? Jetzt fährt er auf einmal. Meine Güte. Langsam Fernlicht? Kann natürlich sein, aber normalerweise interessiert die das nicht, ob ich Fernlicht anhabe oder nicht. Normale PKW, wenn man dicht drauf fährt, man hat Fernlicht an die Bremsen ein aus. Die flackern quasi mit den Bremslichtern und dabei bremsen sie dann und bremsen ein aus. Aber ich glaube, hier fährt er so langsam wegen den beiden Kurven. Das ist, glaube ich, hier der Grund. Ich sehe da gerade was. Er hat oben noch Anzeigen. Oben in der Mitte. Sie seht ihr jetzt nicht gerade. Der hat oben eine Uhr. Der LKW und zeigt mir oben irgendwie einen Kilometerstand an, der aber nicht stimmt. Okay, also ist das auch wieder Schwachsinn. Kilometerstand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Und eine Tankanzeige, die auch nicht stimmt. Gut, hat sich also. Sieht nur nach irgendwas aus, kann aber nichts. Aber ich kann ja mal gucken, ob der vielleicht ein Abstandstempomat hat. Hatte auf jeden Fall unten so eine Symbolik, die das impliziert, aber ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt hierbei. Wäre aber ein neueres Fahrzeug, könnte also sein. Schneller als 70 fahren wir aber auf gar keinen Fall. Für so ein Koloss da hinten drauf schnell genug.
Und auch nur, solange die Straße gerade genug ist. Ein bisschen Fernlicht anmachen hier. Bitte links halten. Links halten, ja. So, hier ist eine Ausfahrt, deswegen. Ja, die Einkommen unten rasseln weiter durch. Das finde ich sehr gut. Oh, guck mal, wir haben gerade einen LKW gekauft. Ne? Jetzt mal ehrlich. Wir haben einen LKW gekauft für über knapp 300.000 waren das, glaube ich. Ne? Trotzdem, ne? Die Kohle steigt weiter und weiter und also muss schon wirklich irgendwelche richtig fetten Anschaffungen machen, das noch runterkriegst. Und die Anschaffungen sorgen ja dafür, dass es dann nachher doch noch wieder steigt. Also mit der entsprechenden Menge an Fahrern und LKW hat man da tatsächlich bitte dann links halten. Keine Sorgen mehr. Zumindest keine Geldsorgen. Kann sich ganz frei entfalten. Das fahren, wozu man, worauf man gerade Lust hat. Und muss jetzt nicht unbedingt drauf gucken, was am meisten Kohle bringt. Kann man natürlich machen, hat Sinn. Muss man aber nicht. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Genau zwischen den Planken halten hier. Na, guck mal, das hat doch super geklappt. Wie kann ich hier weiterfahren? Nee, auch nicht. Geht aber wirklich erst auf dem allerletzten Stück rüber, ne? So, noch 122 Kilometer insgesamt, aber wahrscheinlich nicht komplett auf der A15, gehe ich von aus. Wären diese Schwertransportaufträge auch zu leicht. Wobei, da gibt es auch wieder Unterschiede, ne? So, der nach Hannover zum Beispiel, der findet ja eigentlich kaum auf der Autobahn statt. Da hat man eigentlich relativ viel, ja, kreuz und quer, ne? Erst über Land. Dann Autobahn, dann wieder ein Stück über Land, dann wieder Autobahn und dann natürlich zum Zielort wieder so Zug Landstraße. Ich will noch mal einen Blick drauf werfen von oben, wie es aussieht. Ist das andere Begleitfahrzeug? Ich finde, der hat was. Die Zugmaschine, die hat was. Wollte man richtig schön beleuchten. Ich will natürlich auch noch mal irgendwann einen fetteren Grill vorne dran packen. Mit Zusatzlampen, das geht natürlich auch noch. Oder wir machen ihn ab.
Maxi zockt Magic Use auch wieder da. Grüß dich, Maxi. Alles gut? Könnte ich sein. Könnte Yashiro sein, der hier gerade rumfährt. Mit dem LKW. Aber mit was für einem, du? Ich fahre gerade ganz kleine Fracht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich fahre gerade was ganz Kleines durch die Gegend. Und wenn ich von oben drauf gucke, auch gar nicht mal so präzise. Kann ich nämlich dann nicht. Ja, ich warte eigentlich immer noch drauf, dass der vor mir mal bremst, um zu sehen, ob der jetzt hier Tempomat jetzt einen Geschwindigkeitsangleich macht bei diesem Truck oder nicht. Okay. Wieso passt das zu deinem Fahrstil oder? Hätte ja mal sein können. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Muss ich aber bremsen, weil ansonsten habe ich hier ein Problem. So, der passt da auch. Oh. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Kreisverkehr, ja. Aufpassen, dass der hinten nicht zu weit rauskommt. Nehme ich mit dem, sag jetzt mal wirklich mit dem Hintern hinten die Leitplanke mit. Die äußere, nicht die innere. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Jetzt muss passt da, da passt da auch. Okay. Ah, okay. Er fährt besser. Ja, dann. Warum auch nicht? ich kann das mit der Außenansicht nicht. Das geht gar nicht. Ich brauche tatsächlich immer so die Ansicht aus dem Cockpit. Ansonsten ist da nichts drin. Fahre ich normalerweise tatsächlich auch. Ich fahre normalerweise eher Volvo. Habe auch sehr viele Volvo, aber den habe ich jetzt. Das ist ein Mod hier, dieser LKW. Der Actros MP3. Ab Level 35 konnte ich den jetzt kaufen und fand den eigentlich ganz witzig. Sag, komm dann. Holst du den jetzt mal und fährst mal einfach so einen Schwertransport damit. Am Kreisverkehr erst die Ausfahrt Ah, nehmen. okay. Ich bestehen Lenkrad wäre eine tolle Idee. Da Nimm ich diese aber, warte Ausfahrt. mal. Da ich aber tatsächlich auch ja mir den Spaß erlaube, nach Feierabend im Hotel noch mal so ein bisschen zu fahren. Mir ist zu blöd, immer ein Lenkrad mitzuschleppen, und damit die Bedienung immer die gleiche ist bei mir, habe ich mich dann jetzt quasi mit mir selbst auf einem PlayStation 4 Controller geeignet, weil ich den ja halt auch gerade habe, einigt. Ja, Ego-Perspektive hat ja Sinn. Es ist ja die hier. Alles gut. Beim Fahren im Simulator finde ich das auch immer am besten. Das ist eben die Sicht, die man normalerweise hat, ne? Und nicht Am Kreisverkehr vorm zweite LKW, auf Ausfahrt dem nehmen. LKW. Wer schwebt schon über den Dingen? Ich nicht.
Nimm diese Ausfahrt. Bus vorbei. Ah. So, siehst du, geht doch. Das Einzige, was mich hier drin stört, ist kein Beifahrer. Marie-Louise fehlt. Die ist nicht da. Immer geradeaus. Ich glaube, da rechts ist mein Ziel. Da muss ich hin. Demnächst rechts abbiegen. Dieses wunderschöne Gewerbegebiet. Jetzt lässt er mich quasi auch alleine hier. Biege nach rechts ab. Alter! Ey, du Wahnsinniger! Bremst er mich aus, du? So. Da wollte ich gar nicht hin. So, jetzt aber. So, und hier haben wir natürlich wieder, ne, das habe ich ja schon mal gehabt, da bin ich weit innen gefahren. Weiter außen ansetzen, sonst die Wand. Demnächst rechts abbiegen. Ja, yep, das passt. Biege nach rechts ab. Endlich, wir sind da. Endlich, ja. Endlich, sagt sie. Oder der Advisor ja eigentlich. So, angekommen mit dem Brummer, hat doch was. Mit der Beleuchtung ist ganz gut, nur ganz gut gelungen eigentlich. Jo. So, dann lass uns das Ding mal abstellen, wa? Auftrag abschließen. So, schau an. So, das ist der jetzige. Und ja, ich bin ja normalerweise eher so. Also die neueste Errungenschaft jetzt quasi. Und normalerweise bin ich eigentlich am liebsten unterwegs gewesen mit dem, wo ist er? Jetzt muss ich gucken. Da. Entweder mit diesem da. Nee, das ist nicht. Wo ist er denn? Da ist er. Ein zu hoch. So. Auch nicht. Der macht Spaß hier. Lass mal kurz schauen. Irgendwo müssen meine LKW ja auch sein. Der Volvo FH, dieser da. Damit fahre ich sehr gerne ein. Und dann habe ich halt auch noch andere Fahrzeuge. Also der macht Spaß im Schwertransport auf jeden Fall. Und ein bisschen wendiger hatte ich eigentlich auch noch einen. Ich muss mal eben gucken, wo der ist. Fast alle fahren. Da ist der andere Actros. Okay. Genau, da ist der Witcher Actros, mit dem wir vorhin gefahren sind. Das ist der, den wir gerade gekauft haben.
Und jetzt bin ich auf der Suche nach Volvo FH, ja. Was ist denn der andere? Ja, war es nicht? Habe ich, glaube ich, irgendwohin abgegeben. Scania R, das sind sie aber nicht. Auch der war ganz cool hier. So Feuerwehr-Style auf jeden Fall. Der ist auch nicht schlecht gewesen hier. Mal NTGX, der hat auch Spaß gemacht. Allerdings ein bisschen schwach auf der Brust. Und dann hatten wir irgendwo noch. Genau, das war, glaube ich, mein erster großer. Scania S High Roof, der hat am meisten Spaß. Der hat auch viel Spaß gemacht, sagen wir so. Und dann kam irgendwann, ne, Actros, genau, der Actros, der große, das war mein erster. Dann kam der Scania und dann kam der Volvo. Das ist die Reihenfolge gewesen. Und wo der andere abgeblieben ist, ich finde ihn gerade nicht. So. Da ist er. Den hatte ich noch und dann hatte ich den noch mal den. Der war auch nicht schlecht hier, der war auch ganz witzig zu fahren. Allerdings ist mir der zu leise. Ich höre gerne Motor und in dem hörst du überhaupt keinen Motor. Nur Fahrgeräusche, null Motorgeräusche. Das war da nicht so fein. Also es ist auch mehr so integriert aus dem amerikanischen American Truck Simulator. Den es übrigens momentan günstig bei Steam gab oder gibt immer noch, soweit ich weiß. Inklusive einiger DLCs, die jetzt auch momentan da noch reduziert sind. Das wäre auch was für den nächsten oder übernächsten Stream. Da könnten wir dann vielleicht mal ein bisschen durch Amerika heizen. Mal schauen, was es da gibt für Möglichkeiten. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier erstmal. Ich wechsle jetzt erstmal nochmal den LKW. Witcher Truck, den ich ja hatte. Da ist er. Zeigen bitte. Das ja der ursprüngliche war, mit dem wir da noch unterwegs waren. Ist er? Licht gibt es natürlich auch. Was im Moment nicht gibt, wieder mal, weil ich halt umgestiegen bin. Das sind halt die Fernlichter. Die sind irgendwie im Ausverkauf dann. Mal erst wieder zuschalten hier. Schade, dass das immer ausgeht, dass man sich das nicht merken kann. Ja, so kommt er doch viel besser. Jo. Und natürlich, wie sich das gehört, da sitzt sie und da liegt die Katze. So muss das. So, wir sind aber jetzt tatsächlich auch hier für heute am Ende angelangt. Ich habe heute noch einen kleinen Geburtstag, wo ich zumindest mal vorbeischauen und gratulieren will. Und ja, deswegen wünsche ich euch jetzt einen wundervollen restlichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Habt Spaß mit eurem Truck und was auch immer ihr gerade zockt. Wobei momentan ist das Wetter cool. Ich empfehle einmal die Nase vor die Tür zu strecken. Wer weiß, wann das wieder eingeschränkt wird. Und ja. Wie gesagt, habt Spaß, bleibt gesund und vorsichtig. Wir sehen uns beim nächsten Stream. Ciao, ciao.